Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen. Ja, auch der Bausimulator ist jetzt endlich wieder online. Hat noch ein paar Tage gedauert. Ich kam einfach nicht hinten dran her. Aber gut, wir sind jetzt hier wieder zugange. Werden jetzt zuerst mal hier. Also, der Auftrag wird ja schon erledigt. Genau, hab ich ja schon gar nicht mehr dran gedacht. So, wir haben jetzt neue Aufträge hier. Da wollen wir uns mal anschauen. Wir haben uns ja in der letzten Folge den großen Turmkran kennengelernt. So, und da hätte ich ganz gerne jetzt nach Möglichkeit auch einen Auftrag mit einem großen Turmkran. Ist leider keiner da. Gut, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht einen neuen Großauftrag, den starten wir erstmal, können das ja später im Prinzip dann von unserem Vorarbeiter entsprechend weiter bearbeiten lassen, wenn da so Sachen ein bisschen lang dauern. Wir sehen schon zweimal markierter Bereich ausbaggern, das dürfte einiges werden und dementsprechend nehmen wir das jetzt mal an und gucken mal, dass wir hier sozusagen weiter in die Puschen kommen. Ich habe nämlich viele, viele tolle Kommentare von euch bekommen. So, bevor ich aber auf die Kommentare eingehe, werde ich jetzt erstmal gucken, dass wir uns hier ein bisschen orientieren. Also, wir gehen erstmal auf unseren großen Bagger. So, den haben wir hier stehen. Und wir müssen auf unsere Baustelle. Baustelle 1, Baustelle 2. Das ist jetzt wieder die Sache. Ich glaube, wir müssen auf die Baustelle 2. Da springen wir jetzt auch mal schnell hin. Wir müssen auch bei Gelegenheit den Sattelschlepper einfach mal wieder rüber schaffen. So, hier ist der Baustellenbereich. Hier müssen wir hin. Ich möchte nämlich jetzt gucken, dass wir hier zumindest schon mal ein wenig vorankommen. Mal gucken, wir müssen viel ausbaggern. Wäre vielleicht auch sinnvoll, gleich mal zu gucken, ob wir vielleicht wieder Erde abtransportieren müssen, weil dann können wir nämlich auch gleich den Muldenkipper aktivieren. Ne? Bevor es wie beim letzten Mal dann das Problem gibt, dass die Erde entsprechend wieder irgendwo im Weg rumliegt. Ne? Wie der Steffen so schön gesagt hat, obacht, wo es hingeht, weil ansonsten kann es Probleme geben. So, wir haben hier ziemlich viel auszubaggern. Das heißt, wir werden hier dementsprechend mal gucken. Ich möchte mich mal kurz auf der Karte orientieren. Wir sind oberhalb vom Bahnhofsviertel. Ah, da ist die andere Baustelle, alles klar. Gut, und wir holen uns jetzt aber entsprechend mal... so will ich das gar nicht machen. Da will ich gar nicht hin. Einmal aussteigen, das wollte ich machen. So, dann wollte ich zum Firmengelände in der Stadt. Firmengelände Stadt. So, da haben wir nämlich noch unseren Muldenkipper irgendwo rumstehen. Oh, da steht... seht ihr, wir haben doch da mal ein bisschen Probleme gehabt. Und hier stehen noch unsere Tannensetzlinge und unser Absetzkipper, hätte ich fast gesagt, also unser Kipper selber, der Container. Den haben wir ja irgendwo mal in der Walachei stehen gehabt. Das habe ich aufs Firmengelände zurücksetzen lassen. Ist jetzt auch zum Glück wieder alles vor Ort. So, wir gehen mal in Richtung unseres Muldenkippers. Und hier ist unser, wow, riesengroßer Kran. Der steht hier aufgebaut rum. Also ich würde den, glaube ich, auf dem Firmengelände nicht unbedingt aufgebaut stehen lassen, sondern vielleicht dann doch eher zusammenklappen und dann irgendwie platzsparend aufstellen. Aber gut, wir haben ja genug Luft hier. Ist also von dem Punkt gar kein Problem. So, jetzt sind wir hier ganz unten und wir müssen aber da oben hin. Ne? Wie gesagt, ich möchte ja gucken, dass wir hier auf alle Fälle mit dem Muldenkipper dann auch zurechtkommen. Gerade gucken, wo wir am besten rausfahren. Ich würde sagen, da links. Hier rechts die Ausfahrt ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. So, dann gab es ein neues Update. Ja, da wollte ich auch mal drauf eingehen. Nämlich, es wurden angeblich einige Sachen behoben. Den Herrschaften ging es wohl ein bisschen auf den Zeiger, dass die Fahrzeuge bei den Crashs durch die Luft fliegen. Das soll jetzt angeblich verbessert worden sein. Naja, ich lasse mich mal überraschen. Außerdem, was ich auch gleich mal versuchen will, wurde hier jetzt eine neue Anzeige integriert, nämlich für Blinker und Co. Das wird wohl jetzt auch im Cockpit angezeigt. Ja, das ist schön. Ich weiß nur immer noch nicht genau, wo der Blinker im Prinzip ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier auf die Hilfe. Mal gucken, ob wir da irgendwas erkennen können. A und D ist Lenken. Ja, das ist schön. Blinkerfunktion ist also jetzt integriert, aber wir haben keine Tastenanzeige, was denn der Blinker ist. Hupe, alles klar, wunderbar, aber wir haben keine Blinkeranzeige. Ich weiß also immer noch nicht, wo der Blinker im Prinzip aktiviert wird. Wer das weiß, schreibt das bitte mal rein, die Kommis, würde mich gerne mal interessieren. Habe mich dadurch den LS15 irgendwie schon so halb dran gewöhnt und finde das eigentlich ganz cool mit Blinker. Und ich glaube, das wäre auch ganz sinnvoll hier, gerade im Straßenverkehr.
Ne? Ohne Blinker ist immer ein bisschen ungünstig, weil da tut man sich dann doch ein bisschen schwer festzustellen, wo der Fore neben einem gerade hin möchte. So, ja, hier hakt es gerade einen Moment. Ah, Bauabschnitt fertig. Das ist perfekt, weil die Ampel ist eh gerade rot. Dann können wir nämlich hier bei den aktiven Aufgaben entsprechend auch weiter hantieren. So, das kann gleich der Kollege machen. Braucht 4 Minuten. Bringt uns wieder Geld. Und apropos Geld, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Denn ihr habt halt, ich muss jetzt natürlich wieder auf den Bereich. So, ihr habt ja auch geschrieben, mit dem Geld, das ist so eine Sache. Also von wegen, man wird da, wenn man gewisse Sachen hat, sehr, sehr reich. Ging jetzt in dem Fall um den Betonmischer und die Betonpumpe. Da gab es jetzt auch entsprechend nochmal die Information, dass es also mit Betonpumpe zum Beispiel für Fundamentgießen und so wichtig ist und Betonmischer eben für andere Aufgaben. Das werden wir uns auch noch angucken. Und ihr habt geschrieben, dass also auf alle Fälle nach Betonmischer, Betonpumpe, nach dem Kauf dieser Kombination definitiv richtig Kohle in die Kasse kommt. Ich habe da ganz interessante Sachen festgestellt bzw. gelesen. Muss nur gerade gucken, ob hier einer kommt. Ich will ja keinen Unfall bauen. So. Ich glaube, danach können wir fahren. Alles klar. Denn es gibt jemanden von euch, der ist schon auf Level 15 und hat über 10 Millionen. Andere sind schon bei 3, 4, 5 Millionen. Also ich bin noch bei 1,25. Also ich denke mal, da haben wir noch ein bisschen Spielraum nach oben. Und ich glaube, Geld wird dann später das kleinste Problem hier sein, ne? Wenn wir dann sogar noch mit Level 11 ist es, glaube ich, einen weiteren Vorarbeiter einstellen und Hilfsarbeiter einstellen können, dann sind wir dann noch flexibler mit dem Abwickeln von Aufträgen. Und das bringt uns natürlich dann noch mehr Knete. Das ist mal richtig cool. So, hier ist Ampel noch grün, das ist gut. Dann mal dezent um die Kurve fahren. Gucken, ob ich das jetzt hier noch hinkriege, bevor die anderen da losdüsen. So, das passt soweit, alles klar. Und ich glaube, wir sind auch dann ziemlich bald da. Dürfte eigentlich gar nicht so ein weiter Weg sein. Ich merke nur gerade, die Steuerung hat sich auch ein bisschen verändert, das Lenken, ja. Und da ist er bremst schneller runter, also er läuft nicht länger nach, sondern er bremst ziemlich, ziemlich schnell runter. So, bei dem Update wurde übrigens noch was verändert, nämlich die Lautstärke des Rückwärtsfahrens, also des Piepsers beim Rückwärtsfahren, wurde wohl ein wenig herabgesetzt. Kamen wohl einige, die dann nur noch schreiben konnten und nicht mehr gehört haben, was gesagt worden ist, weil die einen leichten Tinnitus hatten. War schon ziemlich laut, kann ich nachvollziehen. Halt. Oh, die Steuerung greift schneller, merke ich gerade. Das ist interessant. Und von dem Punkt wurde gesagt, dieser Rückfahrwarner, dieser Piepser, bei den Großfahrzeugen entsprechend etwas leiser gestellt. So, was ich jetzt gerade gemerkt habe, die Steuerung ist direkter geworden, die spricht schneller an. Oh, mal gucken, ob dann der olle Solaris vielleicht tatsächlich auch ein bisschen besser fahren kann jetzt. Oder besser mit der Steuerung einfach zurechtkommt. Oha, rot, 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 rot. Wow, das Ding hat gute Bremsen. Der ist ja ruckzuck mal stehen geblieben. Wow. Ich weiß nicht, ob ein Fahrzeug mit so einer Gewichtsgruppe wirklich so schnell bremsen kann. Wäre echt mal interessant zu wissen. Profis bitte mal reinschreiben. Ich kann mir nur vorstellen, dass entsprechend die Fahrzeuge, die ein paar Tonnen wiegen, auch ja einen entsprechenden Bremsweg haben. Weil das kam mir eben dann doch extrem schnell vor. Aber ich meine, mir persönlich ist es ja recht. So, und du? Oh, der biegt auch besser ab. Okay. Also diese NPC-Geschichte scheint hier wohl etwas anständiger gelöst worden zu sein. So, wir werden jetzt uns erstmal hier, würde sagen, direkt nach links orientieren, dass wir da vielleicht dann gleich die Erde einsacken können. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch gleich mal mit dem Bauen. So, denken wir mal, den so hinstellen, sind wir, glaube ich, ganz gut. Stellen wir den mal ab, so. Einmal rüber zu unserem Bagger und dann werde ich nochmal anfangen, ein wenig auszubaggern. Gehen wir gleich in den passenden Modus und ich möchte auch ganz gerne wieder entsprechend in den Modus hier rein, dass ich aus dem Führerhaus das Ganze sozusagen sehen kann. Oh, da ist gerade wieder ein Bauabschnitt fertig. Wir wollen doch auch mal was arbeiten. Ich meine, es ist ja schön, dass der so aktiv ist, aber so, machen wir gleich hier die nächste Aufgabe. Wieder 3 Euro, 3 Minuten. Haha, 3 € wäre ein bisschen schlecht. So, ich sehe aber gerade, wir können noch ein Stückchen vorfahren. So, das passt. Und jetzt können wir dementsprechend mal da reinballern. Ja, mal gucken, dass mit Baggern jetzt hier auch wieder ganz gut funktioniert und entsprechend, wie viel wir ausbaggern müssen. Außerdem müssen wir gucken,
wo wir ungefähr hin müssen. Halt, das ist ein bisschen falsch. So. Okay, ich glaube, so kommen wir ganz gut der Sache hin. Einmal die Schaufel entsprechend öffnen. So, ich hoffe, das kippt jetzt auch alles in den Kipper rein. Weil dafür ist es nämlich ganz sinnvoll. Dann haben wir nämlich trotzdem hier Platz auf der Baustelle. So, einmal wieder das Ganze einklappen. Oh, das klappt ja richtig gut mit dem Bagger. Ich sollte öfter mal so 2-3 Tage Pause machen, ne? Dann kriegen wir das richtig gut hin. So, gleich die nächste Schaufel rein. So, bin mal gespannt, wann der voll ist. Der hat ja zum Glück, ja, sagen wir mal, doch ein ziemlich großes Ladevolumen im Vergleich zu unserem kleinen Kollegen. Wow, und wir können richtig tief reinbaggern. Und ihr seht aber schon, ja, der Fortschrittsbalken, der braucht ziemlich lange, bis der da mal so ein bisschen in die Puschen kommt. Also, da haben wir einiges zu tun. Aber ich denke mal, vielleicht kriegen wir das relativ zügig hin. Ansonsten warten wir einfach, bis der Vorarbeiter fertig ist und werden das den dann weiterarbeiten lassen. Das gucken wir uns aber dann in Ruhe mal an. Jetzt lassen wir erstmal hier selbst ein bisschen die Maschine kreisen. So. Einmal wieder auskippen. So. Okay, sieht bisher ganz gut aus. Ein paar Minuten haben wir ja noch Zeit. Das heißt, wir können ja dementsprechend schon mal noch ein bisschen vorbuddeln. Ja, und der Fortschrittsbalken geht ganz langsam rüber. Da möchte ich ja nochmal an einen anderen Kommentar erinnern. Ihr habt ja zum Beispiel auch reingeschrieben, ja, wenn man aus irgendeinem Grund die Schaufel sozusagen im Baggerbereich leert, weil man sagt, okay, ist nicht so viel oder Mist, falsche Taste gedrückt, dann wird das, ja, nicht in dem Maße wieder aufgefüllt, wie ihr im Prinzip das rausgebaggert habt, sondern das ist dann deutlich mehr. Also das ist sozusagen wie so eine Art Strafe, die dann kommt, weil ihr eben sozusagen, ja, das nicht richtig ausgebaggert habt. Oder wenn ich das machen würde, weil ich zu doof bin zum Baggern, ne, möchte ich natürlich zu euch nicht sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn da irgendwas schief geht, dann habt ihr natürlich das Problem, ja, prozentual habt ihr einen großen Nachteil dadurch. Deswegen immer aufpassen, dass ihr anständig baggert. So, das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Ich sehe gerade, da in der Ecke haben wir noch gar nicht viel gemacht. Kann man hier auch noch mal ein bisschen reinzimmern. Ah, ist auch ein bisschen anderer Sound mittlerweile. Den Eindruck, der Sound vorher war, ups, etwas, ja, einfach anders beim Ausbaggern. Aber wenn man genau hinhört, hört man das schon so ein bisschen. Ist natürlich jetzt nicht so die Riesenwelt, aber es tut sich zumindest schon mal soundtechnisch auch ein bisschen was. Ich glaube, das Spiel wird so nach und nach doch immer besser gebaut. Ja, der Auftrag ist fertig. Hat uns 100.000 Credits gebracht. Das ist schon mal richtig gut. Fast in dem Punkt eigentlich auch optimal, weil falls uns mit dem Baggern das jetzt zu nervig wird, dann können wir nämlich ganz einfach den Kollegen Vorarbeiter da dran setzen. Ich möchte nämlich eigentlich auch ganz gerne dann einen Auftrag starten bei Gelegenheit, wo wir dann mal mit dem Turmkran arbeiten können. Und ja, da bin ich echt mal gespannt, wie uns das dann erfahrungstechnisch auch weiterbringt. So, und wieder eine große Schaufel raus. So, ja, ein bisschen tut sich was. Also allzu lang dürfte das Baggern vielleicht doch nicht dauern. Wir sind jetzt im Prinzip gerade mal so, oh, der Kipper ist gleich voll. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir sind jetzt mit dem Fortschrittsbalken ein bisschen vorangekommen, aber noch nicht wirklich viel. Und wenn ich immer so sehe, was die Helfer dann da entsprechend ausgebaggert haben, glaube ich, haben wir dann doch noch ein bisschen Arbeit vor uns. Wir gucken erstmal, wie weit wir hier kommen. Den Muldenkipper machen wir definitiv nochmal voll. Dann dürften wir wahrscheinlich so die ersten 2, 3, 4% schon haben. Ansonsten können wir ja, wie gesagt, dann, nachdem der Auftrag fertig ist, den Vorarbeiter das weitermachen lassen. Denn hier sind wir ansonsten richtig lange am Buddeln. Wir können ja in der Zeit eine kleine Mission machen, vielleicht eine Containermission oder so, mal schauen. Ja. Oh, geht aber noch ein bisschen was, ne? Ist noch nicht voll, ist noch alles gut. Und man sieht schon so langsam die Halbkreisform, die wir hier haben. Ne? So nach dem Motto, größtmögliche Schaufel. Kapazität ausnutzen, ne? Dann geht es aber mit den Prozenten schnell voran, aber ich glaube, das wird sich doch ganz schön ziehen. So. Okay, Muldenkipper ist noch nicht voll. Da geht noch was. So, Dele, da werden wir noch hier eine Schaufel reinziehen. So, da gucken wir uns gleich mal an, was wir da verbrochen haben. Ich glaube nämlich, der Muldi dürfte jetzt soweit durch sein. Können wir auch gleich nochmal drauf achten. Jawohl, eben ist er voll, eben geht nichts mehr. Das heißt, wir steigen hier mal aus. Gehen mal kurz Richtung Muldenkipper vor.
Ah, das sieht natürlich jetzt auch klasse aus. Ja, Muldenkipper vor 20 Kubik. Und ihr seht, ja, ein bisschen was haben wir erreicht. Das will ich mir jetzt aber auch nochmal in Ruhe anschauen. Nehme ich mal gerade gucken beim laufenden Auftrag, wie viel das denn jetzt gebracht hat. Das waren jetzt 3%. Also ihr könnt euch ausrechnen, wir bräuchten ungefähr 3 bis 4 Folgen, um diesen einen Baggerbereich auszubuddeln. Bisschen baggern ist ja gut, denn beim Profil ist es ja auch so, bei den Erfolgen ist nämlich auch ein Baggern, glaube ich, was dabei. Gucken, Kettenmeister, das ist, wie weit man mit Kettenfahrzeugen gefahren ist, das ist klar. Mittelstand, großen Pumpe, ja, das kommt auch noch. Bauprofi, Paletten, Tralala-Bums. Ha, Wühlmaus, Regenwurm, schließe 40, 25 Baggermissionen ab. Wow, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar kleine Baggermissionen erreichen. Das Coole ist, 10 Kranmissionen, okay, da müssen wir mal gucken. Da möchte ich auch den großen Kran natürlich zum Einsatz bringen. Gut, Platz, Plattwalzer, ne, Plattmacher, genau, Walzenkönig. Das sind wohl die Sachen mit der Rüttelwalze. Früher war es ja so eine Dampfwalze, gibt es ja heute, glaube ich, auch nicht mehr so in der Form. Gut, den Rest gucken wir uns dann bei Gelegenheit an. Hier starten auf alle Fälle in der nächsten Folge noch einen zweiten Auftrag natürlich. Mal gucken, aber es gibt irgendwie immer noch keinen passenden Auftrag, wo wir den Turmkran einsetzen können. Doch, da ist einer. Ah, den könnten wir uns schnappen. Mal gerade gucken. Kanalmodul. Ne, das ist mit Kran 2. Schade, das ist also nichts Hohes. Ich würde ja gerne mal selbst so ein richtiges Hochhäuschen oder sowas bauen. Mal gucken, vielleicht das große Apartmentgebäude. Das könnte interessant werden. Schauen wir uns einfach mal an. Für heute war es das aber erstmal. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus.